Dies ist die Geschichte eines Mannes, der tatsächlich gelebt hat. Ein frommer Jude namens Jesus von Nazareth. Ein Jahr lang wirkte und predigte er am See Genezareth. Christen glauben, er sei von Gott auf die Erde gesandt, um die Menschen von ihren Sünden zu erlösen. Aber vieles bleibt rätselhaft. Je mehr wir über die Zeit Jesu erfahren, je mehr Spuren seines Lebens wir finden, desto deutlicher wird, manches muss sich ganz anders zugetragen haben, als es die Autoren der Bibel berichten. Der See Genezareth um das Jahr 30. Der Evangelist Matthäus berichtet von einer spektakulären Erscheinung. Als die Jünger sahen, wie Jesus auf dem Wasser zu ihnen kam, schrien sie vor Entsetzen, denn sie hielten ihn für ein Gespenst. Die Bibel erzählt, dass die Jünger ihren Herrn, wie sie ihn nannten, schließlich erkannten. Jesus sei wunderbarerweise über das Wasser zu ihnen gekommen. Hier am See Genezareth soll sich die Geschichte vor bald 2000 Jahren abgespielt haben. 29 Wunder habe Jesus vollbracht, so berichten es die Evangelien. Seine Zeitgenossen mögen das geglaubt haben und viele Christen glauben bis heute daran. Dabei zeichnet die Mehrheit der Wissenschaftler inzwischen ein ganz anderes Bild von Jesus und kommt dabei zu erstaunlichen Erkenntnissen. Wer war Jesus von Nazareth also wirklich? Dieser Frage möchte ich jetzt nachgehen. Meine Suche beginnt einige Kilometer nördlich von Nazareth, in Sepphoris, damals eine der größten und wohlhabendsten Städte in Galiläa. Archäologen haben herausgefunden, hier in Sepphoris könnte Jesus tatsächlich gearbeitet haben. Vielleicht hat er ja sogar an diesen Häusern hier mitgebaut. Als erstgeborener Sohn wird Jesus das Handwerk seines Vaters gelernt haben. So war es üblich. Jesus arbeitete als Tekton. Heute würde man ihn einen Baumeister nennen, einen Handwerker, der mit Holzbalken ebenso gut umgehen kann wie mit Steinen, Stroh und Lehm. Doch im kleinen Nazareth hatte ein Tekton wenig zu tun. Anders im nahegelegenen Sepphoris. 6 Tage die Woche, von Sonnenauf bis Sonnenuntergang, wurde hier gearbeitet. Jesus war wohl einer dieser Männer, die im Auftrag des Landesfürsten die neue glanzvolle Hauptstadt Galiläas bauten. In Sepphoris treffe ich Dieter Viehweger. Er hat sich als Archäologe eingehend mit der Geschichte Palästinas beschäftigt. Noch heute sehen die Ruinen beeindruckend aus. Herr Professor Viehweger, für wen wurde diese prächtige Stadt eigentlich gebaut? Diese Stadt, die hier vor den Augen Jesu gebaut wurde, war die Metropole Galiläas. Es war die Regierungsstadt von Herodes Antipas. Auch wenn wir hier auf einer Straße stehen, die etwas jünger ist als die Zeit Jesu, so sehen wir doch, wer hier gewohnt hat. Das waren reiche, weltoffene Juden, die der römischen und griechischen Tradition zugewandt waren. Und diese Stadt ist nach ganz modernen Prinzipien gebaut, mit Hauptstraßen Nord-Süd, Ost-West und mit Häusern, die mit Mosaiken verziert waren. Dies war wirklich eine glanzvolle Stadt im Norden Israels. Noch heute sind die Wasserwerke der Stadt erhalten. 2 riesige unterirdische Reservoirs versorgten bis zu 40.000 Einwohner mit frischem Wasser. Das ist ja ein gewaltiger Speicher hier, Herr Viehweger. Aber so gut war die Wasserversorgung wahrscheinlich nicht überall in Galiläa, oder? Oh nein, wenn Sie sich nur dieses Wasserreservoir vorstellen, dann können Sie sich auch vorstellen, wie groß die Stadt Sepphoris war, wie viele Menschen hier lebten, wie modern man hier war und wie römisch man hier lebte.
Ganz im Gegensatz dazu, 5 Kilometer von hier in Nazareth, in dem kleinen Heimatdorf von Jesus, war alles natürlich viele Nummern kleiner. Dort gab es nur kleine Gassen und Wasser gab es nur aus der Zisterne. So arm wie Nazareth war, so reich war diese Regierungsstadt Sepphoris. Auch ein Theater gehörte wie selbstverständlich zu einer Stadt dieser Größe. Sitzplätze für 4.500 Zuschauer wurden dafür in den Burgberg gemeißelt. Hat Jesus hier vielleicht auch auf den Rängen gesessen? Nun, man kann sich gut vorstellen, dass Jesus an diesem Theater mitgebaut hat. Er war ja schließlich Handwerker. Viele Juden gingen in dieses Theater, die der griechischen und römischen Welt aufgeschlossen waren. Aber dass Jesus, ein frommer Jude, hierher gekommen ist und griechische und römische Tragödien angeschaut hat oder gar Tierherzen beigewohnt hat, das kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Und es gab noch etwas, womit sich Jesus auseinandersetzen musste. Seine Heimat Galiläa war ein besetztes Land. Ein Land im Kriegszustand. In ganz Palästina waren römische Legionen stationiert. Und nach geltendem Besatzungsrecht konnte ein römischer Soldat einen Juden jederzeit zwingen, sein Marschgepäck zu tragen, eine Meile weit. Alltägliche Willkür, die auch Jesus am eigenen Leib erfahren haben wird. Später soll der Mann aus Nazareth seinen Anhängern gepredigt haben: Wenn einer dich zwingt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh 2 Meilen mit ihm. Aber war der historische Jesus, wie Theologen ihn heute bezeichnen, tatsächlich so duldsam, so friedfertig, wie es die Bibel erzählt? Natürlich hat Jesus von Nazareth eine solche Besetzung als schmachvoll empfunden. Natürlich sah er die Gefahren, die der Ausübung der jüdischen Religion durch die Präsenz so vieler Ungläubiger drohten. Aber interessanterweise spielt es in seiner Verkündigung eine merkwürdig geringe Rolle. Vermutlich hatte Jesus nicht einmal eine Vorstellung von der Größe des römischen Weltreiches. Das kleine Galiläa, seine Heimat, war tiefste Provinz. Und der jüdische Landesherr Herodes Antipas war vor allem darum bemüht, sich mit der römischen Besatzungsmacht gutzustellen. Es war bekannt, wozu Rom sonst fähig war. Solange er in Nazareth lebte und in Sepphoris arbeitete, war Jesus ein normaler Mensch wie jeder andere auch. Ein No-Name, über den es im Grunde nichts zu berichten gab. Aber etwas muss ihm nicht gepasst haben. Etwas hat Jesus umgetrieben, sodass er mit Ende 20 Nazareth plötzlich verlässt, seine Arbeit, seine Familie und etwas völlig Neues anfängt. Hierher, zum Ufer des Jordan, soll Jesus als junger Mann gekommen sein, um sich einer neuen Bewegung anzuschließen. Von ihrem Anführer heißt es, dass er ein Gewand aus Kamelhaar trug und sich nur von Heuschrecken und wildem Honig ernährte. Sicher ist, mit dieser Begegnung beginnt die eigentliche Geschichte des Jesus von Nazareth. Johannes der Täufer prophezeite das nahe Ende der Welt. Schon ist die Axt an die Wurzel gelegt. Und jeder Baum, der keine gute Frucht hervorbringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Nur durch Buße könne der Mensch sich jetzt noch retten. Im Judentum zur Zeit Jesu gibt es sehr viele Reformbewegungen. Es ist ein sehr lebendiges, frommes Judentum. Und zu diesen vielen Reformbewegungen zählt Johannes der Täufer, der im Angesicht des nahen Endes, des Endgerichts, eine Taufe zur Vergebung der Sünden, also ein Reinigungsbad im Jordan anbietet. Wenn man seine Sünden bekennt, werden sie vergeben und man wird an Körper und Geist gereinigt durch das Wasser des Jordan. Und alles spricht dafür, dass auch Jesus seine Sünden bekannte und Johannes der Täufer ihn in den Wassern des Jordan untertauchte. Für gläubige Christen ist die Taufe Jesu allerdings nicht ganz unproblematisch. Wie konnte der Sohn Gottes, wie ihn die Bibel nennt, von einem Sterblichen getauft werden? War das kein Widerspruch? Der Evangelist Markus erzählt, dass Gott selbst sich in dieser Sache hoch oben aus den Wolken zu Wort meldete.
Du bist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Damit war die Rangfrage von höchster Stelle entschieden. Die Evangelien lösen das Problem so, dass sie Johannes als den Vorläufer Jesus darstellen. Jesus kommt nach ihm, ist aber der Größere. Er tauft nicht nur mit Wasser, sondern mit dem Heiligen Geist. Die Evangelien sahen das so. In der historischen Abfolge mag das anders gewesen sein. Und Johannes selbst hat sich vielleicht auch nicht in der Weise Jesus zugeordnet. Gott selbst hatte also eingegriffen, damit für alle Welt sichtbar wurde, dass Johannes nur ein Prophet, Jesus aber der Sohn Gottes ist. Schon die ersten Christen haben sich deshalb auf die Suche nach dem Ort gemacht, an dem Jesus einst getauft worden ist. Sicher gefunden wurde er nie. Heute wetteifern drei Orte um die zahlreichen Tauftouristen aus aller Welt. Allein hier in Jardenitz sind es 400.000, die Jahr für Jahr ins Wasser des Jordan steigen, um sich in Erinnerung an die Taufe Jesu durch Johannes taufen zu lassen. Auch wenn wohl alle von ihnen schon einmal getauft worden sind. Jesus schloss sich dem Täuferkreis dauerhaft an. Wie sein Lehrmeister sah auch er die Welt am Vorabend der Apokalypse. Und alles würde sich ändern müssen, damit das jüdische Volk dem Anspruch, Gottesvolk zu sein, wieder gerecht würde. Jesus war der Starschüler von Johannes dem Täufer. Er ist aus Galiläa zur Taufe gekommen, obwohl die meisten Anhänger aus Jerusalem kamen. Es war ja eine Massenbewegung, die der Täufer in Bewegung gesetzt hat. Ob Johannes sich selber für den Messias gehalten hat oder nicht, weiß man nicht. In jedem Fall hat er auch Jünger, er ist ein Lehrer gewesen und hat die Stimmung vorweggenommen, die Jesus dann ausgebeutet hat. Und die Lage spitzte sich zu. Weil er in seinen Wutpredigten auch den Landesherrn angriff, sollte Johannes jetzt selber büßen. Die Soldaten des Herodes Antipas zerschlagen die Täuferbewegung und nehmen ihren Anführer gefangen. Ein Schock, der auch in Jesus das Feuer des Widerstands entfacht haben könnte. Wie konnte es nun ohne den charismatischen Bußprediger weitergehen? Die Bibel erzählt, dass Jesus sich nach der Verhaftung des Täufers zunächst in die Wüste absetzte. 40 Tage soll er in dieser menschenfeindlichen Ödnis verbracht haben. Tage der Einsamkeit, der Entbehrung und Tage der Entscheidung. Sollte er zurückkehren nach Nazareth zu seiner Familie, wieder als Handwerker arbeiten? Oder sollte er die Nachfolge des Täufers antreten und, wie er, das nahe Reich Gottes verkünden? Heute erinnert das Kloster Carantal, hoch über Jericho, an die 40 Tage, die Jesus laut Bibel in der Wüste verbrachte. Wie ein Wespennest klebt das Kloster an der senkrechten Wand des Berges. Es heißt, schon seit Anbeginn des Christentums wohnten Mönche hier. Das heutige Kloster wurde allerdings erst im 19. Jahrhundert gebaut. Im hinteren Teil führt eine kleine Treppe zur sogenannten Kapelle der Versuchung. Diese Vertiefung hier gilt Gläubigen als Knieabdruck Jesu. Hier soll er innig gebetet haben, als ihm der Teufel leibhaftig erschien. Dreimal habe er Jesus in Versuchung geführt. Der Teufel soll Jesus aufgefordert haben, einen Stein in Brot zu verwandeln. Doch Jesus habe erwidert: Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe stellen. Daraufhin habe der Teufel ihm das verlockendste Angebot gemacht. Er zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm: Das alles will ich dir geben, so du niederfällst und mich anbetest.
Jesus erwiderte: Weiche von mir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst anbeten Gott, deinen Herrn, und ihm allein dienen. Hier greifen die Evangelisten auf eine alttestamentliche Verheißung zurück. Mose hat das Volk Israel 40 Jahre durch die Wüste geführt, weg aus der Knechtschaft in Ägypten, hin zum gelobten Land. Für die Christen soll das die Botschaft bedeuten. Haltet auch ihr in der Wüste durch, in der Wüste der Verfolgung, leistet Widerstand, haltet fest am Glauben. Bisher war Jesus also ein No-Name, einer unter Tausenden, die sich damals einer religiösen Bewegung angeschlossen hatten, einer Sekte, so würden wir es heute nennen. Doch mit seinem Entschluss, das Werk des Täufers fortzusetzen und seinem alten Leben ein für alle Mal den Rücken zu kehren, tritt Jesus zum ersten Mal in die Öffentlichkeit, als Wanderprediger. Beseelt von der Kraft des Geistes, wie es beim Evangelisten Lukas heißt, kehrte Jesus nach Galiläa zurück. Sein erster Weg soll ihn an den See Genezareth geführt haben, zu den Fischern. Ihnen verkündete er als Ersten seine frohe Botschaft. Das Reich Gottes sei bereits angebrochen und Gott sehe alles Unrecht auf Erden und er werde es nicht länger hinnehmen. Sätze, für die Jesus viel Zustimmung fand. Nur wenige Orte, die dem Leben Jesu zugeordnet werden, haben auch tatsächlich etwas mit seinem Wirken zu tun. Der See Genezareth gehört mit Sicherheit dazu. Und wohl auch dieser Ort hier, das historische Fischerdorf Kapernaum. Archäologen haben es erst vor 100 Jahren wiederentdeckt. Dieses Haus gilt als Wohnhaus des Fischers Petrus, der ja zu den ersten Anhängern Jesu gehörte. Aber woher weiß man das eigentlich so genau? Die Bibel erzählt uns, dass Kapernaum die Stadt Jesu war. Und hier ist er auch längere Zeit gewesen. Allerdings das alles, was hier um uns herum liegt, ist ein Fischerdorf aus dem 4. Jahrhundert. Unter den Fundamenten dieses Fischerdorfes gibt es tatsächlich ein anderes Dorf aus dem 1. Jahrhundert, also aus der Zeit Jesu. Allein ein Haus sticht da etwas hervor. Das hat viele Inschriften, Graffiti mit Namen wie Petrus oder Jesus, Christus, Messias. Aber auch so wichtigen Mitteilungen wie ich war hier. Die das geschrieben haben, waren also Pilger, übrigens aus dem 3. Jahrhundert. Und in dieser Zeit hat man dieses Haus, vor dem wir stehen, schon als das Haus des Petrus beschrieben. In Kapernaum, bei den Fischern, dürfte Jesus also sein Hauptquartier aufgeschlagen haben. Und wohin er auch kam, es scheint ihm leicht gefallen zu sein, die Menschen für sich und seine Lehre zu begeistern. Die Bibel erzählt, besonders die Kinder lagen Jesus am Herzen. Entscheidend war wohl, Jesus sprach alle Menschen an, auch die Ausgestoßenen, die Entrechteten, die Ärmsten der Armen. Ihnen allen gab er Hoffnung auf ein besseres Leben. Lasset die Kinder zu mir kommen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Ein schöner Satz, der da von Jesus überliefert ist. Für die Erwachsenen allerdings, die sich ihm anschlossen, soll er weit strengere Regeln aufgestellt haben. Wer ihm nachfolgte, musste Haus und Hof verlassen. Kein Geld, kein Besitz, nicht einmal ein Wanderstock war ihnen erlaubt. Ich frage mich, wie er so überhaupt 12 Mann zusammenbekommen hat. Inzwischen gehen Wissenschaftler davon aus, dass Jesus weitaus mehr Männer und Frauen folgten, als die Bibel berichtet. Auch wenn mancher von ihnen sicher etwas Bedenkzeit brauchte. Die neutestamentlichen Berufungsgeschichten stilisieren natürlich. Man kann sich kaum vorstellen, dass ein Zollpächter, der an seiner Kasse sitzt und das Geld vor sich hat, alles stehen und liegen lässt, also auch das Geld und die Kasse, und Jesus von Nazareth auf dem Fuße Stante Pete nachfolgt. Aber richtig an diesen Geschichten, die ja keine 1-zu-1-Beschreibung der Wirklichkeit sein wollen, ist, dass Jesus von Nazareth offenbar Menschen tief beeindruckt hat. Er hat Menschen, die keine Zukunft mehr sahen, eine Zukunft geboten und sie motiviert, Haus und Hof zu verlassen und sich mit ihm auf den Weg durch Galiläa zu machen.
Aber die Bibel berichtet auch, dass Jesus noch ganz andere Möglichkeiten zur Verfügung standen, um für sich und seine Botschaft zu werben. Wir hören von 29 Fällen, in denen Jesus von Nazareth spektakuläre Wunder wirkte. Von aufsehenerregenden Heilungen und Geisteraustreibungen ist da die Rede. Ja, sogar Tote soll er wieder zum Leben erweckt haben. Aber spricht allen Ernstes etwas dafür, dass Jesus tatsächlich ein Wundertäter und Zauberer war, wie es in der Bibel heißt? Es ist eines der bekanntesten Wunder der Bibel. Nachdem Jesus seine Jünger mit einem Boot vorausgeschickt hatte, begegnete er ihnen auf dem Wasser des Sees wieder. Waren für Jesus wirklich die Naturgesetze außer Kraft gesetzt? Man muss nicht gläubig sein, um die Botschaft dahinter zu verstehen. Dass Jesus über das Wasser schreitet, bedeutet, er ist im Grunde gleich mit Gott. Zugleich bedeutet es für die Gemeinde, die als Schiff gekennzeichnet wird. Auch sie kann über das Wasser gleiten. Sie geht nicht unter, wenn sie sich an Jesus im Glauben festhält. Der Glaube bewirkt dieses Wunder. Der Glaube versetzt Berge. Wer glaubt, kann auch übers Wasser gehen. Die Gegend um den See Genezareth ist reich an frommen Erinnerungsorten. Auch hier in Tapka, am Nordufer des Sees, wird einer Wundertat Jesu gedacht. Der Evangelist Markus berichtet, wie Jesus einmal 5 Brote und 2 Fische verteilen lässt. Und am Ende werden davon 5000 Menschen satt. Heute erinnert die sogenannte Brotvermehrungskirche an die legendäre Speisung der 5000. Die Mosaikböden im Innern stammen noch aus dem 5. Jahrhundert. Ganz genau haben es die Mosaikkünstler von damals allerdings nicht genommen, denn die Fische im See Genezareth haben damals wie heute nur eine, nie 2 Rückenflossen. Aber muss man es mit den Wundern Jesu denn auch ganz genau nehmen? Sind sie nicht eher symbolischer Natur? Zu den viel diskutierten Wundertaten zählt auch die Auferweckung des Lazarus. Auf den Zuruf Jesu, Lazarus, komm heraus, soll dieser sich aus seinem Grab erhoben haben. Auf einer Hochzeit in Kana soll Jesus dem Gastgeber aus einer Verlegenheit geholfen haben. Als der Wein ausging, habe er Wasser in köstlichen Wein verwandelt. Und als ein heftiger Sturm tobte, soll er ihn mit einem einzigen Wort zum Verstummen gebracht haben, sodass die Leute staunten. Was für einer ist dieser, dass auch die Winde und der See ihm gehorchen? Das Wunder ist des Glaubens liebstes Kind, so spottete schon Goethe in seinem Faust. Das ist aber nur die halbe Wirklichkeit. Denn man muss sehen, die Wunder müssen in den zeitgeschichtlich-historischen Kontext eingeordnet werden. Wunder waren zur Zeit Jesu keine Seltenheit. Man rechnete mit Wunder. Sie widersprachen nicht dem Weltbild der damaligen Zeit, wie sie unserem heutigen naturwissenschaftlichen Weltbild widersprechen. Man rechnete mit Wunder und diese Wunder sind dann auch geschehen, weil man die Wirklichkeit anders wahrnahm. An Wunder muss man also glauben. Beweisen kann man sie nicht. Aber gilt das auch für die ungewöhnlichen Heilungen, von denen die Bibel berichtet? In 19 Fällen soll Jesus Kranke von ihren Leiden befreit haben. Auch böse Geister habe er ausgetrieben. In der Antike keine Seltenheit. Erst wenn der Dämon aus dem Körper fuhr, galt der Patient als gerettet. Es gab damals, wie auch heute, neben der wissenschaftlichen Medizin eine populäre Medizin, die der Vorstellung war, wenn ich krank bin, sind das Wesen, die mich krank gemacht haben. Und diese Wesen, die mich krank gemacht haben, muss ich aus dem Körper bekommen, damit ich gesund werde. Das ist eine Vorstellung, die nicht auf Christen oder Juden beschränkt ist, sondern die es in der ganzen Antike gab. Und also war die Aufgabe der Mediziner, der Heiler, diese Wesen aus dem Körper herauszubringen, um wieder gesund zu werden. Eines aber unterschied Jesus von den Wunderheilern seiner Zeit. Er nahm kein Geld. Und
Nicht er habe das getan, sondern dein Glaube hat dich gerettet, soll er am Ende jeder Heilung gesagt haben. Eine Botschaft, die tatsächlich auf Jesus zurückgehen könnte. Jesus hat Menschen geheilt, das kann als historisch gesichert gelten. Wir kennen das ja auch heute, dass bestimmte Personen, charismatische Persönlichkeiten, gute Ärzte, Heilungsblockaden beseitigen können und Kräfte in den Patienten freisetzen, die sie wieder geheilt werden lassen. Und so kann man sich das auch bei Jesus vorstellen, dass er mit seiner besonderen Ausstrahlung eben solche Selbstheilungskräfte in Menschen wachgerufen hat. Jesus könnte also an sich die Fähigkeit entdeckt haben, Menschen gesund zu machen. Das sorgte natürlich für enormen Zulauf des Wanderpredigers. Seine wohl berühmteste Patientin war Maria Magdalena, die legendäre schöne Sünderin. Sie soll Jesus fortan nicht mehr von der Seite gewichen sein. Viele Leute fragen sich, Jesus mit einer Frau, ist das wirklich vorstellbar? Seit Jahrhunderten wuchern um dieses Paar die wildesten Gerüchte. Und blüht die Fantasie. Ich wüsste ganz gerne, wer zum ersten Mal diese Frage gestellt hat. Ich vermute, dass das irgendwie mit der sexuellen Revolution nach 68 passiert ist, dass man sich sagt, ein Mann wie Jesus, wo die Frauen in der Nähe sind, der muss doch irgendwo mal zugegriffen haben. Die Quellen sagen dazu überhaupt nichts. In jedem Falle ist klar, dass die Frauen Jesus gefolgt sind, dass sie ihn großenteils finanziert haben. Dazu gehört auch Maria Magdalena, die bei allen wichtigen Gelegenheiten in der Nähe von Jesus auftaucht und auch Grund dazu hatte, denn er hat ja 7 Teufel aus ihrem Leib getrieben. Auch wenn eine Beziehung zu Maria Magdalena wohl eher unwahrscheinlich ist, das besondere Verhältnis von Jesus zu den Frauen hat schon immer für großes Aufsehen gesorgt. Und tut es auch heute noch. Die Zeit Jesu war eine durch und durch patriarchalische Zeit. 10 Männer waren nötig, um eine Synagogengemeinde zu gründen, keine einzige Frau. Frauen durften die Tora nicht lesen. Ihr Zeugnis hatte vor Gericht keine Gültigkeit. Ein ganz anderes Verhältnis hatte Jesus zu den Frauen. Und das ist bemerkenswert. Jesus sprach mit Frauen in der Öffentlichkeit. Sie gehörten wie selbstverständlich zu seinem Jüngerkreis. Und man muss sehen, dass das auch in der Bibel so berichtet wird. Sie werden namentlich genannt, Maria Magdalena, Johanna, Susanna. Die Bibel verschweigt es nicht, auch wenn es in der Kirchengeschichte dann eher in den Hintergrund gedrängt wurde. Nur ein Jahr lang soll Jesus öffentlich gewirkt haben. Vor allem am See Genezareth war der Wunderheiler und Wanderprediger aktiv. Seinen Zuhörern versprach Jesus eine neue Weltordnung, in der die Friedfertigen die Erde beherrschen, die Kranken geheilt, die Hungrigen satt und die Armen reich werden. Viele aber, die jetzt die Ersten sind, werden dann die Letzten sein. Und die Letzten werden die Ersten sein. Von überall strömten Jesus die Menschen zu, um ihn zu erleben und seine Worte zu hören. Auch hier soll Jesus gepredigt haben, auf dieser Anhöhe am Nordufer des Sees Genezareth. Hier soll er seine berühmte Bergpredigt gehalten haben, sein Grundsatzprogramm. Selig sind die Friedfertigen, selig sind die Barmherzigen, selig sind die Sanftmütigen. Sätze, die auch heute noch einleuchten und berühren. Bis heute gilt die Bergpredigt als Inbegriff der Lehre Jesu. Ihre Strahlkraft reicht weit über das Christentum hinaus. Aber sind die Worte Jesu, die wir in der Bibel lesen, auch wirklich aus seinem Mund? Immerhin sind bereits 40 Jahre vergangen, ehe Markus, der älteste Evangelist, das Leben Jesu erstmals als eine zusammenhängende Erzählung aufschreibt. Die Aussagen Jesu, die sicher authentisch sind, sind nicht sehr häufig. Von einer ganzen Reihe von Wörtern können wir mit guten Gründen sagen, die sind nachträglich erfunden. Dazu gehören seine Prophezeiungen. Er hat ja seinen Tod und seine Todesart und das Schicksal seiner Jünger mehrfach schon vorausgesagt
Und das ist nach menschlichem Ermessen nicht möglich. Welche Aussagen Jesu sind also echt, welche nachträglich hinzugefügt? Wissenschaftler gehen heute davon aus, dass es eine frühe Sammlung von Jesus-Worten gegeben haben muss, die erst den späteren Evangelisten Matthäus und Lukas vorlag. Um den Inhalt der sogenannten Logienquelle zu erschließen, stellt man alle Passagen zusammen, die sich bei Matthäus und Lukas finden, aber nicht bei Markus. Das Ergebnis? Vom historischen Jesus stammen wohl vor allem die bildhaften Vergleiche mit Motiven aus dem ländlichen Galiläa. Sie erzählen vom Sauerteig, den eine Frau unter einen großen Trog Mehl mischte, vom Sämann auf dem Feld oder vom Unkraut unterm Weizen. Wenn man so wunderschöne Sätze im Neuen Testament liest, in denen von den Lilien auf dem Felde, von einer Perle im Acker die Rede ist, dann versteht man, das muss jemand gesagt haben, der durch Galiläa gelaufen ist. Viele Worte Jesu müssen schon deswegen authentisch sein, weil sie nicht am Schreibtisch in einer antiken Großstadt geschrieben worden sind, sondern mitten auf den Feldern Galiläas und am Ufer des Sees Genezareth. Gilt das auch für die Bergpredigt? Gehen die berühmten Seligpreisungen tatsächlich auf den historischen Jesus zurück? Zweifelhaft ist, ob die Bergpredigt tatsächlich auf einem Berg in einem Stück als Predigt gehalten wurde. Viel eher sind es eben einzelne Sätze, die hier gesammelt wurden als stilistisches Mittel von den Evangelisten, dann eben als diese Bergpredigt konzipiert wurden, um es anschaulicher und einprägsamer zu gestalten. Aber der Inhalt der Rede, der geht mit Sicherheit auf Jesus zurück. Auch in der Synagoge von Kapernaum, nahe seinem Hauptquartier, soll Jesus mehrfach öffentlich gepredigt haben. Herr Viehweger, sind wir hier an einem Ort, an dem auch Jesus gewesen ist? Wir lesen in der Bibel, dass Jesus mehrfach in der Synagoge von Kapernaum gepredigt hat. Nun darf man sich allerdings nicht täuschen lassen. Diese Synagoge, die wir vor uns sehen, stammt aus dem 4. oder 5. Jahrhundert. Wir können allerdings annehmen, dass die alte Synagoge, in der Jesus gepredigt hat, unter diesem Ort sich befindet. Zwei wichtige Elemente sind bemerkenswert in dieser Synagoge. Einmal ist es der siebenarmige Leuchter, die Menorah, die eingeritzt in einer Säule hier vorzufinden ist und die so in einer goldenen Variante im Tempel gestanden hat. Und dann noch die Bundeslade, in der die 10 Gebote waren. Man kann sich vorstellen, dass Jesus, ein frommer Jude, wenn er hier in Kapernaum war, vielfach in dieser Synagoge war. Woher hatte Jesus eigentlich sein tiefes religiöses Wissen? Seine Jünger nennen ihn ja Rabbi. War er denn tatsächlich ein Gelehrter, ein Rabbi? Nun, wir wissen natürlich nicht, was man unter einem Rabbi zur Zeit Jesu verstand. Es gab noch kein festgefügtes Berufsbild damals. Aber Rabbi, das heißt mein Lehrer, das werden wohl seine Freunde und seine Anhänger zu ihm gesagt haben. Jesus hat in der Synagoge von Nazareth sicher gelernt, die Tora, die 5 Bücher Mose zu lesen. Er hat dort sicher auch gelernt, sie auszulegen. Und wie jeder religionsmündige Jude hat er auch dann auf Aufforderung hin die Tora in der Synagoge ausgelegt. Das war damals so üblich. Warum soll das bei Jesus anders gewesen sein? Der Evangelist Lukas berichtet, dass Jesus schon als 12-Jähriger eine Ausnahmeerscheinung war. In Jerusalem soll er 3 Tage ohne seine Eltern im Tempel verbracht haben. Dort habe er mit den Rabbinern und Schriftgelehrten über die Feinheiten der biblischen Texte diskutiert. Und alle, die ihm zuhörten, so heißt es bei Lukas, verwunderten sich über seinen Verstand und seine Antworten. Was man gar nicht oft genug sagen kann, ist, dass Jesus von Nazareth ein ganz frommer Jude war, dass er die Wallfahrtsfeste in Jerusalem gehalten hat, von Nazareth zum Jerusalemer Tempel gegangen ist und dort Tage in der Stadt Jerusalem verbracht hat, dass er mit den Schriften Israels gelebt hat, dass ihm die biblischen Texte ungeheuer wichtig waren und dass er versucht hat, sein Leben zu führen nach den Maßstäben eines frommen Juden, der ein ganz inniges Verhältnis zum Gott Israels hat, den er mit dem Wort Abba, lieber Vater, anredet, also mit einer Aussage und Anrede, die ganz wenig Distanz ausdrückt.
So fromm der Jude Jesus war, für die Pharisäer und Schriftgelehrten war der Wanderprediger aus Nazareth ein Radikaler, ein Umstürzler. Wer ihm folgte, musste auf vieles verzichten, musste ablegen, was das Judentum seit Jahrhunderten ausmachte. Eine Provokation für die Hüter des rechten Glaubens. Die christliche Tradition hat die Rollen später einfach umgekehrt. Für sie war Jesus der Hüter des rechten Glaubens und die Pharisäer die Bösen. Jesus hat das Sabbatgebot nicht akzeptiert. Er hat die Speisetabus nicht akzeptiert. Er hat das Reinheitsgebot verletzt. Er hat die Pharisäer und die Schriftgelehrten als Schlangenbrut und Otterngezücht bezeichnet, als scheinheilige und selbstgerechte Pharisäer, wie wir heute sagen. Und das sind natürlich Dinge gewesen, die getoppt worden sind durch den Anspruch, Messias zu sein. Und das sind Dinge, die für die Juden völlig unerträglich waren und gesagt haben, der Mann ist unvereinbar mit unserer religiösen Tradition. Und nicht nur Jesus hatte sich mit seiner Kritik an der jüdischen Obrigkeit Feinde gemacht. In der Nähe von Jerusalem haben Forscher vor wenigen Jahren diese Höhle wiederentdeckt. Eine Ritzzeichnung unter der Höhlendecke zeigt einen Menschen mit langen Haaren und einer gepunkteten Tunika. Die Fachleute sind sich sicher, dieses Bild soll Johannes den Täufer darstellen. Wie der Lehrmeister Jesu zu Tode kam, ist eine der schillerndsten Erzählungen der Bibel. Ein blutiges Märchen aus Tausend und einer Nacht. Salome, die schöne Stieftochter des Herodes Antipas, habe ihren Vater mit einem Tanz bezaubert und als Gegenleistung den Kopf des Täufers gefordert. Gereicht auf einem Tablett. Eine Legende mit wahrem Kern. Heute weiß man, Johannes wurde tatsächlich in der Gefangenschaft hingerichtet. Die Nachricht von der Hinrichtung des Täufers ist für Jesus eine Warnung, denn Jesus begriff sich als Nachfolger des Johannes. Er übernahm die Botschaft, den Aufruf zur Umkehr. Er radikalisierte sie sogar, indem er die angekündigte Gottesherrschaft auch schon als jetzt für verwirklicht ansah. Das hatte natürlich politische Konsequenzen. Das muss man sich klar machen. Das war eine Gefahr, die von Jesus ausging als Unruhestifter. Über kurz oder lang wird er auch ins Fahndungsraster gefallen sein. Jesus hatte also das Zeug, das Volk aufzuwiegeln. Hatte Jesus nicht gesagt, man solle seine Feinde lieben? Ihnen auch die andere Wange hinhalten, wenn man geschlagen würde? Aber hatte er nicht auch Gewalt gepredigt? Davon gesprochen, das Schwert zu bringen, Zwietracht zu säen? Gerade am Rand der Gesellschaft, bei den Besitzlosen, den Unzufriedenen, wird die radikale Botschaft Jesu auf fruchtbaren Boden gefallen sein. Der historische Jesus mag beides gewesen sein. Der sanftmütige, gute Hirte und der gewaltbereite Rebell. Darauf deuten die überlieferten Jesus-Worte hin. Jesus selber hat ja einige Gewaltworte von sich gegeben, die so scharf sind, dass die Theologen bis heute Probleme haben, die überhaupt in ihre Konzeption einzubauen. Ich bin gekommen, das Schwert zu bringen und nicht den Frieden. Ich bringe die Zwietracht, ich will die Welt in Brand setzen. So steht das einfach in der Bibel. Die Theologen zucken die Achseln, wenn sie sowas lesen. Ein bedingungsloser Pazifist, wie ihn heute noch viele sehen, ist der historische Jesus wohl nicht gewesen. Hier in Bethsaida soll Jesus Zuflucht vor den Soldaten des Herodes Antipas gefunden haben. Die Bibel erzählt, dass er mehrfach über die Landesgrenze hierher ins Hoheitsgebiet des Philippus auswich, um seinen Häschern zu entkommen. Die Ruinen der antiken Ortschaft wurden erst vor knapp 30 Jahren bei Ausgrabungen wiederentdeckt. Zur Zeit Jesu lag Bethsaida direkt am See. Doch in den vergangenen zwei Jahrtausenden hat sich das Ufer weit nach Süden verschoben. In diesem Haus könnte sich Jesus vor seinen Verfolgern verborgen haben. Der Wanderprediger Jesus hatte also wirklich Züge eines Untergrundkämpfers, eines politischen Rebellen.
Aber war Jesus auch der verheißene Messias, der das Land von der Fremdherrschaft der Römer befreien würde? Viele seiner Anhänger werden in Jesus diesen Messias gesehen haben, der die Freiheit von Rom versprach. Solche Messias-Anwärter haben wir im ersten Jahrhundert vor Christus insgesamt 6. Leute, die mit großem Gefolge aufgetreten sind, die das Himmelreich verkündet haben, die eine politische Gefahr dargestellt haben, teilweise auch mit den Römern in Konflikt geraten sind. Und in diese Reihe gehört eben auch Jesus. Ein Jahr lang hatte Jesus in Galiläa gewirkt, hatte Anhänger um sich gesammelt und das Reich Gottes verkündet. Aber war seine Mission damit erfüllt? Gut möglich, dass Jesus abermals die Stille und Einsamkeit der Wüste aufsuchte. Denn wie sollte es weitergehen? Mit den Pharisäern lag er im Streit. Die Obrigkeit fahndete bereits nach ihm. Wir wissen nicht, was damals in Jesus vorging, aber wir wissen, wohin ihn sein Weg führte. Haben der historische Jesus und der Christus des Glaubens etwas miteinander zu tun? Ja, ganz gewiss. Jesus trat auf und sagte: Ich rede in der Vollmacht Gottes. Ich treibe mit dem Finger Gottes die Dämonen aus. Natürlich hat es etwas mit dieser Person zu tun, wenn man sagt, das ist tatsächlich der Christus Gottes gewesen. Diese Besonderheit, dass historische Person und geglaubter Christus nicht zusammenfallen, aber doch zusammengehören, das macht die eigentümliche Spannung und Dynamik des Christentums aus, das in sich einen historischen Kern beherbergt, aber in diesem Kern nicht aufgeht. Das ist die Spannung, die das Christentum bis heute bewegt. Sein letzter Weg führte ihn nach Jerusalem. Hier machte man kurzen Prozess mit dem Aufrührer aus Nazareth. Aber bedeutete der Tod Jesu auch das Ende seiner Mission? Es ist schon eine seltsame Geschichte. Jesus war angetreten, seine Landsleute für das baldige Reich Gottes vorzubereiten. Und was wurde daraus? Die Mehrheit seines Volkes glaubte ihm nicht. Und selbst unter seinen Jüngern kamen Zweifel auf. Doch nach seinem Tod wurde alles anders. Scharenweise bekannten sich die Menschen nun zum Gott der Christen und machten aus dem frommen Juden Jesus, dem Wanderprediger aus Nazareth, den Stifter einer neuen Weltreligion. Jesus selbst hätte das vermutlich nie für möglich gehalten.